So. Hallo. Hallo. Ja, wir sind heute echt scheiße kreativ. Läuft heute wieder bei uns. Warte. Nochmal nachjustieren. So. So, jetzt sind wir beide wieder drauf. Wunderbar. Ich hoffe, ja. Und es wird auch weniger von der Tischplatte gefilmt, glaube ich. Okay. Ich hoffe, die anderen... Ich habe die gerade aus Versehen jetzt gerade beim Anmachen nur ein Stück runtergerührt aus Versehen. Auf jeden Fall. Wir sind heute deswegen super kreativ, deswegen machen wir direkt noch ein Video und wir haben dann direkt mal eine Hörbuchrezension für euch. Ja. Das ist Fluchbrecher von Richard Schwarz. Gelesen von Michael Hansonis. Das ist, also, ich finde... Fangen wir doch mal so, wenn du mir jetzt mit, fünf Worten so einen kleinen Einblick geben müsstest. Für wen das, ja, jetzt müsste... Ich weiß überhaupt nichts über dieses Buch. Achso, du, so Inhaltsangaben. Ja, so, oder, keine Ahnung. Oder willst du eher wissen, für wen das ist? Nein, so fünf Schlagworte einfach so. Fünf Schlagworte. Virtual Reality. Unfälle. Fünf hatten wir gesagt, ne? Ja. Leben in der Virtualität, Gaming und europäisches Mittelalter. Aha, okay. Klingt nach einer spannenden Mischung. Ja. Ja, also das habe ich, die habe ich jetzt mal gerade ganz wertfrei so, ne? Okay. Also, wenn man es in der Reihenfolge ein Virtual Reality Game, dem vorher ein Unfall vorausgeht, was man aber auch erst im Laufe der Geschichte mitbekommt. Das Spiel läuft im europäischen Mittelalter ist es angelehnt. Mhm. Und die halt den Unfall hatte, wird halt zu 100% in das Spiel integriert. Ach so. Also jetzt nochmal, ich weiß nicht, ob es gerade ganz drüber... Der Titel war jetzt? Der Titel ist Fluchbrecher. Also geschrieben von? Richard Schwarz. Und gelesen von Michael Hansons. So. Also wie gesagt, ich habe das Hörbuch ja gehört und ich muss echt sagen, dass... Also das klingt so, als würde es eine Reihe werden, weil es endet sozusagen mit einer Einladung. Einer Einladung? Ja. Damit ich nicht ganz so viel Spoiler... quasi ein Cliffhanger. Ja, beziehungsweise eigentlich der Ansatz für die Fortsetzung. Denn die Hauptprotagonistin, Alex, oder Alexandra besser, war früher Kampfpilotin beim US-Militär, bis zu einem gewissen Unfall. Und sie kämpft halt um ihr Leben und einen Doktor, der halt mit Biotech Klamotten zu tun hat und halt auch ein Spiel entwickelt gerade für die Virtual Reality, hat dann halt eine Lösung beziehungsweise eine experimentelle Lösung, und da sie halt nicht wirklich viel mehr zu verlieren hat, wird sie dann halt 100% in das Spiel integriert. Sie ist auch die Einzige, die sich... Was heißt 100% integriert? Das heißt, sie... Kann man sich das vorstellen? Sie liegt da halt in diesem Pod, nennen die das. Halt in so einer Kapsel, wo dann halt
all deine Nervenbahnen etc. pp. Dann halt mit dem Spiel verbunden werden. Sie ist auch die Einzige, die sich... Also könnte sie theoretisch auch sterben? Nein, sie ist eine Wiedergängerin. Also sie kriegt zwar mit, wenn man sie tötet, ne? Also Schmerzen kriegen die mit, aber nur solange sie halt in so einem Pod sind, nicht wenn sie eine Virtual Reality Brille aufhaben, dann sehen die das zwar, aber kriegen nichts mit. Also so vom Schmerz etc. pp. Und sie ist halt auch die Einzige, die halt nicht auslocken kann. Ne? Alle anderen können Lockout, fertig, sind dann wieder in der Realität. Aber... Und sie kann gar nicht mehr daraus. Ja, erstmal nicht, bis halt die Behandlung, diese experimentelle Behandlung halt abgeschlossen ist. Okay. Sie stirbt auch einmal halt währenddessen, ja, jetzt spoiler ich weiß, aber sie stirbt halt auch mitten im Buch einmal in der realen Welt. Aber da hat man sie halt wiederbeleben können, weil halt ihr komplettes Bewusstsein auf den Servern war. Dieser virtuellen. Also diesen Abschnitt musst du ganz hart mit Spoiler... Ja, Spoiler Alert, Spoiler Alert, Spoiler Alert. So. Sorry, dass ich gespoilert habe, ohne es vorher. Wobei, ich hab's vorher gesagt, Ja, ich meine nur. Ja. Ja. Ja, ohne großartig. Ein Spoiler muss ich jetzt leider noch bringen. Warum? Warum musst du ihn bringen? Ist sehr wichtig für diese Rezension. Ja, weil sonst macht der nächste Satz nämlich keinen Sinn. Natürlich gibt's... natürlich ist sie da nicht alleine. Sie hat halt NSCs, also virtuelle Menschen und halt auch normale Spieler um sich. Die Spieler, die sie unterstützen, sind halt ihre alte Crew, mit denen sie halt auch in den Kampf geflogen ist. Warum ich das jetzt spoilern musste, ist folgendes. Sie ist zwar eine Wiedergängerin, also eine Spielerin, aber sie ist gleichzeitig auch NSC. Also sie ist auch die einzige, die diese Charakterstufe hat, für die sie sich dann entscheidet. Okay. Alle anderen können den Charakter so gar nicht auswählen. Und ja, sie braucht halt Unterstützung, um halt ihre Aufgabe in dem Spiel überhaupt zu lösen. Und da schickt der Doktor dann halt ihre alte Crew hinterher. Mhm. Ja. Ja. Ich denke, wir wollen jetzt nicht zu viel spoilern. Wir haben es ist auf jeden Fall... Nein, wir haben also erfahren, es geht um ein Game. Ja. So, um ein Reality Game. Ja. Virtual Reality Game. Und sonst zu dem Hörbuch muss man als Interessierter oder so, muss man vielleicht was wissen. Ich meine, ist es zum Beispiel anstrengend zu hören? Oder es sind... Also, man kann es gut nebenbei hören. Mhm. Nur so die letzten, ich sag jetzt mal, 2 Stunden, die sollte man vielleicht tatsächlich dann wirklich richtig hören. Also tatsächlich sich darauf konzentrieren. Weil da passiert viel, was oder wovon ich ausgehe, was halt auch wichtig ist. Für die fürs Verständnis. Fürs Verständnis. Ja, nicht. Ja, vor allen Dingen, wenn das Buch einem gefällt, sollte man bei den letzten 2 Stunden definitiv gut zuhören. Weil das halt auch. Weil in den letzten 2 Stunden viel passiert, was im nächsten Buch wichtig werden könnte. Wenn es eins gibt. Wenn es das offiziell bestätigt. Also in schriftlicher Form liegt das sogar schon vor, wenn ich das richtig gelesen habe. Ach so. Okay. Es ist nur noch kein Hörbuch draußen. Ah, okay. Also in schriftlicher Form, wenn ich das richtig gelesen habe, liegt das sogar schon vor. Ja, dann lasst uns hoffen,
dass es auch noch einen zweiten Teil gibt, als Hörbuch. Ja. Es gibt schon mehrere Teile. Nee, also geschrieben, meine ich. Geschrieben gibt es halt den zweiten Teil, wenn ich das jetzt. Also alles ohne Gewehr, wenn ich das richtig gelesen habe in dem Blogartikel, dann ist auch schon ein zweites schriftliches Exemplar draußen. Mhm. Halt Teil 2. Das Ganze läuft übrigens unter dem... Aber wie viele Teile da kommen, weiß man noch nicht so. Nee, ich hab mich jetzt noch nicht mit dem zweiten Titel beschäftigt. Aber die ganze Reihe ist die Eisrahmenchroniken. Mhm. Weil eins muss ich dazu noch sagen, der... Eisrabe. Rabe? Ja. Was hat der mit einem Spiel zu tun? Weil, ja, ist egal. Nein. Viel Spoiler wieder, oder wie? Nein, sie trägt halt den Spitznamen Eisrabe. Ah, okay. Kurz vorm Eis. Aha. Ja. Deswegen nennt sie sich halt auch in dem Spiel, was dann jetzt halt, ne, logischer Menschenverstand und so, Alexandra Eisrabe. Mhm. Deswegen halt auch die Chroniken des Eisraben. Aha. Ja. Und so vom Sprecher und so, oder? Also eins muss ich ja ganz klar mal sagen. Wenn die Hauptprotagonistin eine Frau ist. Also Michael Ansonis hat eine super Stimme, keine Frage. Aber es ist schon sehr gewöhnungsbedürftig, wenn die Hauptprotagonistin eine Frau ist, das aus der Ich-Perspektive geschrieben ist, das Buch. Ja, das hast du doch bei vielen Büchern auch, oder? Ja, wobei, jetzt könnte ich wieder Vergleiche ziehen zu anderen Buchreihen, wo die Hauptprotagonistin eine Frau ist, wo es, also ich rede jetzt nur von denen, wo es aus der Ich-Perspektive geschrieben mhm. ist. Ne? Wenn das aus der dritten Person herausgeschrieben ist, dann ist es ja egal, weil dann gibt es ja einen Erzähler im Endeffekt. Mhm. Aber es ist halt schon sehr, sehr merkwürdig, wenn da aus der Ich-Perspektive einer Frau erzählt wird und dann auf einmal ein Mann das spricht. Das ist schon ein bisschen... man kann die Charaktere sehr gut unterscheiden. Mhm. Vor allen Dingen auch noch nicht mal unbedingt so sehr vom Klang der Stimme her, sondern eher vom Slang her der Person. Also, da hat der Richard Schwarz sehr gut geschrieben, sodass natürlich kann man auch am Klang der Stimme unterscheiden. Aber hinterher gab es halt zwei, drei Protagonisten in dem Buch, die ähnlich klangen mhm. vom Stimmenbild her von Michael Ansonis. Aber da konntest du richtig gut merken, wer gerade spricht, weil halt jeder Charakteristika in der Sprache hatte, die halt dann auch zu den Figuren passten. Ich denke, es ist auch schwer, wenn du mehrere Personen da hast, eine andere Stimme und... Ja, nein, vor allen Dingen hier bei dem Buch ist es jetzt ja sogar so schwer, du hast zwar eine Protagonistin aus der Ich-Perspektive, aber effektiv hast du 7 bis 8 Hauptprotagonisten, die fast das ganze Buch über halt da sind. Und dann wird es halt dann doch schon ein bisschen schwer. So sehr verwinkelt das Buch oder ist die Handlung eher so straight? So, also es gibt ja zum Beispiel so Bücher, wo alles sehr, sehr verworren ist. Wo du von einem Punkt zum nächsten... Nein, also es ist... wieder zurück und nein, 4 Tage ist, vorher und nein, 5 Tage später. Nein, also es ist so, dass natürlich mehrere Handlungsstränge gleichzeitig laufen. Mhm. Zwar auch alles aus der Sicht von der einen Protagonistin, weil schlussendlich dreht sich ja alles auch um die Person. Weil sie ist auch die einzige Spielerin, die eine Vorgeschichte in dem Spiel hat. Und irgendwann stellen die sich halt auch die Frage, ist es wirklich noch ein Spiel? Weil für die NSCs, weil die haben die Computersimulation so
so oft laufen lassen, dass da schon mehrere Jahrhunderte vergangen sind für die NSCs. Mhm. Und da gibt es dann halt, es ist halt eine sehr komplexe Geschichte zwar, die ist sehr gut halt, es ist halt auch ein sehr guter Anfang, sage ich jetzt mal, weil dann wird halt auch viel erklärt, wie... Erklär doch einfach mal das Wort NSC, weil ich weiß nicht, ob sich jeder... Ja, das kann. Sind halt die computergesteuerten virtuellen Menschen, die ne, in dem Spiel ja. schon da sind. Und sie ist halt die einzige Spielerin, die halt eine Vorgeschichte in dieser ganzen Geschichte, in diesem ganzen Spiel hat. Und ja, es ist halt sehr, es hat zwar mehrere Handlungsstränge, aber es ist sehr gut nachvollziehbar. Mhm. Weil der Grund, also der Grundstrang, dass sie ja sozusagen eine Instanz in diesem Spiel darstellt, ist von vornherein gegeben. Ne, die Story wird auch immer weiter gesponnen, alles gut. Es gibt halt nur zwei Nebenschauplätze. Einmal, bevor sie in eine der Starterstadt kommt, und auf ihrem Land ist halt auch nochmal eine Stadt, wo die Spieler halt starten. Und das sind dann zwei, die zwar unterschiedlich starten, aber irgendwann parallel zusammenlaufen. Und ja. Ja, wenn du es jetzt so bewerten müsstest, sagen wir mal 1 bis 10. Nein, ich würde das jetzt das Aufmerksamkeitsbarometer. Wofür ist das Buch eher geeignet? Sagen wir mal, 1 ist eher so nebenbei zum Einschlafen und so. Und 10 wäre dann, du musst sehr intensiv dich damit beschäftigen und solltest am besten nichts. Da würde ich echt sagen, so 7 bis 8. Also du kannst es gut nebenbei hören, wenn du aber maximal eine Tätigkeit neben machst. Mhm. Weil wenn du jetzt zum Beispiel, ich sag jetzt mal, jedes Mal rausgerissen wirst, weil du telefonieren musst, weil du zum Beispiel im Callcenter arbeitest, ja. Würde ich nicht empfehlen, es auf der Arbeit zu hören. Aber zum Beispiel beim Bügeln oder so kannst du das sehr gut weghören, weil dadurch, dass es halt mehrere Handlungsstränge gibt, wird halt reflektiert sie halt sich auch immer selber. Und was hätte ich in der Situation in der Vergangenheit anders machen können, wie wo ich jetzt gerade hier bin, dass es halt nicht so ist wie jetzt. Ja, und am Anfang des Buches ist sie halt alleine mit den NSCs. Dann kommt halt irgendwann ihre Crew dazu. Und dann gibt's halt auch... es gibt halt auch sehr viele gute Teile zum Schmunzeln, sage ich jetzt mal. Ne? Und natürlich es ist irgendwie eine Mischung jetzt für alle Gamer. Es ist eine Mischung aus Warcraft und Red Dead Redemption. Also von dir klare Empfehlung. Ja, ganz klare Empfehlung. Definitiv. Gut. Ich denke, damit sind wir raus, würde ich mal behaupten. So, euch also viel Spaß beim Lesen, Hören. Ihr könnt es auch lesen. Ja, genau. Ihr könnt es auch lesen oder hören. Haut rein.